Mein heutiger Gast auf einen Glückskaffee mit ist Andreas Steinbauer. Andreas Steinbauer ist Geschäftsführer der Steinbauer Immobilien GmbH und Inhaber Steinbauer Travel sowie Vorsitzender des Fördervereins Stiftung Deutsche Sporthilfe Wiesbaden. Andreas Steinbauer ist verheiratet und hat eine Tochter. Herzlich willkommen, Andreas. Ja, Andreas, Tee oder Kaffee? Gerne Kaffee. Wie ist dein Bezug zu Wiesbaden? Ja, ich bin in Wiesbaden aufgewachsen. Mein Bezug zu Wiesbaden ist dementsprechend natürlich sehr, sehr eng. Bin also ein echter Wiesbadener, liebe diese Stadt nach wie vor. Trotzdem einiges noch zu tun ist in der Stadt, aber ich denke, man kann gut dran arbeiten und von daher ist Wiesbaden eigentlich nach wie vor in der Bundesrepublik Deutschland mein Favorite. Es gibt natürlich auch noch schöne andere Städte, aber Wiesbaden ist halt meine Homebase. Und was ist für dich privates Glück und berufliches Glück? Privates Glück ist eigentlich relativ einfach erklärt. Privates Glück ist mal in erster Linie meine Familie, auch meine kleine Familie. Das ist für mich das oberste und höchste Gut des Glücks, das man eigentlich haben kann. Glück ist für mich, jeden Morgen aufzustehen und so wie an dem heutigen Tag einen traumhaften Himmel zu haben, Sonnenschein, es ist warm draußen, wir haben tolles Wetter und das im Mitte September, das ist Glück. Glück ist für mich zu reisen. Ja. Reisen ist eines meiner wesentlichen Glücksmomente, die ich erreichen kann, wenn ich andere Länder sehe, andere Menschen sehe, andere Kulturen sehe. Das ist für mich Glück. Glück ist für mich, Sport zu machen. Deswegen bin ich auch Vorsitzender des Fördervereins Deutsche Sporthilfe Wiesbaden. Das ist Glück. Und mich mit Freunden zu treffen, mich mit lieben Menschen und netten Menschen zu umgeben. Das ist Glück. Und berufliches Glück? Berufliches Glück ist Erfolg im Beruf. Es ist, wenn wir in allen unseren Geschäftsbereichen Menschen zufriedenstellen können, Menschen auch glücklich machen können. Der eine, der was gekauft hat, der andere, der etwas verkauft hat, der eine, der etwas vermietet hat, der andere, der etwas gemietet hat. Oder meine Gäste bei Steinbauer Travel, wenn die von der Reise zurückkommen, wie gerade jetzt aktuell passiert, und meine Mitarbeiter bekommen, weil sie einen tollen Job gemacht haben, einen riesen Blumenschaus gestickt, das ist Glück. Ja. Ja, und das ist etwas, was riesig Freude macht. Und das bestätigt uns in unserem gesamten Tun. Du bist ja auch unheimlich engagiert in der Stadt, neben deinen beruflichen Aufgaben. Was gibt dir eigentlich Kraft? Der Antrieb ist für mich einfach auch das Gefühl, in dieser Stadt was bewegen zu wollen, was bewegen zu können. Durch das sehr umfangreiche Netzwerk, was ich habe, gibt es natürlich Möglichkeiten, Dinge zu bewegen, die vielleicht andere nicht so bewegen können. Das natürlich im positiven Sinne. Ja, wir machen nur Good News, keine Bad News und versuchen natürlich hier gerade in diesem Bereich einiges zu bewegen, um hier in Wiesbaden diese Stadt nach vorne zu bringen. Das ist für mich eigentlich eine der wesentlichen Antriebsfedern. Ja, Good News ist ja quasi auch unsere gemeinsame Klammer. Du bist ja auch ein Unterstützer vom Wiesbadener Glückstag. Und wie du ja weißt, ist das Projekt ein Zukunftsprojekt. Wir wollen ja auch langfristig vor allen Dingen Jugendliche erreichen. Deswegen auch die Hashtags Wiesbadener Glückstag, Glück in Wiesbaden, der Glückstag. Damit auch Jugendliche auf dem Weg in einer fragilen Zeit mit positiven Impulsen auch gestärkt werden. Jugendliche brauchen nicht nur Wissen, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, Impuls. Und deswegen meine Frage, was ist denn so dein Glücksimpuls für Jugendliche? Also für Jugendliche, mein Glücksimpuls ist einfach der, eine vernünftige Ausbildung zu machen, sich beruflich relativ frühzeitig zu orientieren. Das, denke ich, ist ein guter Weg. Ich war in der Schule, ich sage jetzt mal, auch mit einigen Hürden, dann aber sehr erfolgreich und habe auch einen ziemlich guten Abschluss gemacht. Das hat sehr lange gedauert. Man muss einfach auch relativ frühzeitig versuchen, entweder über den familiären Hintergrund oder auch über den Freundes- oder Bekanntenkreis als Jugendliche eine Orientierung zu finden.
Jeder Jugendliche, der uns möglicherweise hier zuhört, der hier in dieser Stadt lebt, ist ja schon mit Glück gesegnet, weil wir, ich sage es immer, wir leben auf der Sunny Side of Paradise. Es gibt andere Flecken auf dieser Erde, da sieht es bekanntermaßen nicht so aus wie bei uns. Wir sind in der außerordentlich glücklichen Lage, dass wir hier einen relativ hohen Bildungsstandard haben. Klar, er kann noch besser werden. Ja, es gibt noch einige Defizite, aber ich denke, jeder hat hier die Chance, gerade in diesem Land, sich positiv weiterzuentwickeln, mit den richtigen Leuten sich zu umgeben und dann auch in eine, wie sagt man so schön, schöne berufliche Zukunft blicken zu können. Ja, es stimmt eigentlich, es ist fast wie ein Lottogewinn, dass man in einer der sichersten Länder, in einer der schönsten Gegenden quasi geboren ist oder erleben darf. Das ist ja auch der Glückstag, dass wir mal wieder bewusst auf die positiven Dinge in unserer Region, in unserer unmittelbaren Region schaut. Und wenn du auch überhaupt noch überlegst, so vielleicht ein kleines Glückszitat oder Glücksgebet, Lied, wo dir Kraft gibt. Also ich habe einfach mal nachgesehen, wo kommt eigentlich das Wort Glück her? Das Glück kommt übrigens aus dem Mitteldeutschen, ist ein relativ alter Begriff. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson schon das Glück als freiheitliches Grundrecht verankert wurde. Das ist, denke ich, etwas, womit man sich auch gut weiterbewegen kann. Das hat im Grunde genommen schon verfassungsmäßige Grundsätze. Also jeder hat das verfassungsrechtlich gesicherte Glück auf seiner Seite. Macht was draus, bewegt euch. Und ich denke, der Glückstag ist dafür einer der richtigen Zeitpunkte, um auch mal in diese Richtung zu denken, zu sagen, okay, was haben wir denn eigentlich? Was ist unser Glück? Wo geht die Reise hin? Und wie bewegen wir uns in unserem Leben weiter? Ich denke, ich bin glücklich, du bist auch glücklich, machen wir alle anderen glücklich. Ich denke, dass du mit dem Glückstag einen guten Erfolg haben wirst. Ich freue mich schon auf den ersten Glückstag am 25.09. Und ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und zum Abschluss, hast du noch einen Glücks- oder Kraftort in Wiesbaden, wo du gerne bist? Mein Kraftort in Wiesbaden ist der Neroberg mit dem Monopteros-Tempel. Toller Kraftort, du hast einen Blick auf die Stadt, hast Wiesbaden zu deinen Füßen liegen, hat sehr, sehr viel Energie und von daher, das würde ich sagen, ist mein favorisierter Kraftort in Wiesbaden. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview in deinen schönen Räumen hier bei Steinbauer Immobilien. Und zum Abschluss gibt es noch, wir wollen ja auch am Glückstag ein bisschen für Gesundheitsvorsorge werben und dass auch die Jugendlichen nicht immer nur mit Lebensfreude, mit sich die Kanne geben manifestieren oder nur mit Alkohol manifestieren. Das ist ein wunderbarer Holundersekko, auch prickelnd genießen, vielleicht mit deinen Lieben, ohne Alkohol. Und er hat auch das philanthropische Wort Habibi, Freund, Schatz, Liebling. Ich wünsche dir einen schönen Glücksmoment mit dem Habibi und ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, lieber Andreas. Herzlichen Dank, liebe Christine und Habibi, auch noch Halal, alles wunderbar. Ich denke, damit werdet ihr auch Erfolg haben. Ein schönes Getränk, ein schönes Geschenk und vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke dir. Danke. Musik